Unreal Engine. Play it cool. Iceberg Interactive. Zootrope Interactive. Kunarium. Und damit herzlich willkommen auf Bunker One. Der Teaser ist schon fast einen Monat her zu diesem wunderschönen Spiel. Ich glaube, ich habe schon alles eingeschalten. Von daher legen wir los. All life is only a set of pictures in the brain. Among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Sieht ja schon mal sehr einladend aus. Ich denke, ich bin unter Wasser. Safest shores, for there are things that cannot be undone. Dr. Faust, is that you? Subsiding. I thought my head was about to explode. This device, its noises are resonating in my mind. Dann ich wollte gar nicht speichern. Okay, ich habe noch kein Tagebuch scheinbar. Ducken. Laufen, bewegen, bewegen, umsehen, Notizen, Inventar, Taschenlampe, interagieren. This device, its noises are resonating in my mind. Dann haben wir dieses komische Gerät an der Hand, an der linken. Dieses merkwürdige Gerät befand sich bereits an meinem linken Arm, als ich im Tagungsraum der Upuaut Antarktis-Basis zu mir kam. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich mich nicht daran erinnere. Pflanzen, Nachtschatten,
Newport Antarctic Expedition. Was haben wir hier? Schamanismus. Vorsintflutlicher Schamanismus. So, Dr. De Wittes medizinische Aufzeichnung. Observierungsnotizen zur 4. Initiationssitzung. Alle Teilnehmer haben die Diversar-Mixtur vor 5 Minuten zu sich genommen und haben ihr Bewusstsein auf irgendeine Art und Weise erweitert. Seine Murmeln etwas Unverständliches im Schlaf. Es ähnelt einem Sprechgesang, doch die Laute werden nicht bewusst geäußert. Sie wirken unruhig. Ich erkenne Bewegung in ihren Gliedmaßen und frage mich, ob es an etwas liegt, das sie jenseits unserer Realität sehen. Das Gerät summt und läutet wie immer, aber dieses Mal unterscheidet sich die Atmosphäre zu den vorherigen Sitzungen. Was auch immer der Grund dafür sein mag, es wirkt fast so, als ob dieses fantastische Gerät etwas in einem Code übermittelt, den ich nicht verstehe. Es wird immer belastender, in diesem kalten, dunklen und mit Weihrauch gefüllten Raum alleine zu sein. Mir kommt es vor, als wäre das Gemurmel der Teilnehmer nun viel lauter. Farben und Formen tanzen im Rhythmus des Geräts über die Wände. Ich kann draußen das Heulen des Windes vernehmen. Vielleicht nähert sich ein Schneesturm oder etwas viel Schlimmeres. Es sind nun exakt 5 Minuten und 3 Sekunden vergangen. All mein Fachwissen ist in diesem Moment nutzlos geworden. Ich kann nichts weiter tun, als zu hoffen, dass sie sicher und gesund wiederkehren mögen. Was haben wir hier noch? Das Expeditionshandbuch. Buch. Den kann ich nicht mal mitnehmen. Raus. Hello? Anybody here? Where is everybody? Als erstes rein, ja. Huch. Der Hilfsstrom muss manuell von außen aktiviert werden. Nice. Bisschen schneller umsehen, das ist ja. Oh ja, das ist schon viel besser. Da kommen wir wahrscheinlich wirklich raus. Diese verdammten Sitzungen müssen aufhören. Obwohl, nee. Dann weiß ich, dass ich da schon war. Locked. Looks like we're having a power problem right now. Die Newport Antarktis Expeditionsbasis ist komplett in Dunkelheit gehüllt und aufgrund des Stromausfalls funktioniert der Großteil der Gerätschaften nicht. Warum aber hat sich noch niemand um dieses Problem gekümmert? Wo sind alle? Locked. Locked. It's locked.
It's stuck. So, für Mary noch Krankenstation. Das Laufen ist aber auch... Oh, ist das ekelhaft. Wetterwarnung. Aufsichtsführender Nikolai Hansen. Schneesturm wird erwartet. Okay, das war zu schnell für mich. Ja, gehen wir mal den Weg lang, oder? My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. Moment. Klebeband. Tank is empty. Berge des Wahnsinns, verfasst von H.P. Lovecraft. Die Geschichte erzählt die Ereignisse um die verhängnisvolle Antarktis-Expedition der Miskatonic University in den 1930ern. Der Protagonist William Dyer, ein Geologieprofessor an besagter Universität, versucht eine geplante und publik gemachte wissenschaftliche Expedition nach Antarktika zu verhindern. Oh, ich habe einen Sammelgegenstand gefunden. Yay! Wir brauchen Sprit. Was ist das hier? Dann geht's auch noch weiter. Ob ich hier hin soll. It's not safe to go further away from the expedition base in this weather. Ja,
Wo ist der Sprit? Da! Mensch, ich Idiot. Wir haben wieder Strom. Komm, ich hänge jetzt auch noch rein, ne?